Wenn überhaupt, musst du dich selber entscheiden. Du vielleicht. Ich höre damit auf, weil es bringt mir nicht das, was ich mir eigentlich wünsche, sondern das Gegenteil. Es bringt mir ja nicht die Liebe und dass jetzt einer sich kümmert, sondern es bringt mir nur, ich bin eine Nervensäge und alle sehen mich als Nervensäge. Und mir geht's nicht gut. Und mir geht's nicht gut, ja. Eben. Denk dran, man beißt sich selbst den Hintern, dem anderen tut es überhaupt nicht weh. Und dann kannst das du auch eine gute Kraft rausholen. Ganz wenn du genau, sagst, da ist mal, ja ganz viel Kraft. Ja, da ist viel Kraft, die stagniert nur irgendwo. Ja. Weil du kannst ja den Impuls nehmen und für dich selber was tun. Und dann ist die gute Energie da, aber dann wartest du nicht mal, dass der andere dir die gute Energie bringt, sondern du wandelst diese Kraft in eine gute Kraft. Das geht. Eine einfache Verschiebung ist, sagen wir mal, die Mutter ist sehr schwach, lässt sich vom Vater alles gefallen, weil sie wirtschaftlich abhängig ist. Und der Vater treibt es mal bunt. Es kann auch umgekehrt sein, gell? Das geht jetzt nicht gegen die Männer. Aber das ist jetzt ein Beispiel. Ist einfach ein gutes Beispiel. Das ist auch ein Beispiel, ja. Und dann ist die Mutter tief im Inneren total wütend, sagt es aber nicht, weil sie will, hat sie drei Kinder und vielleicht in früheren Zeiten auch wirklich eine Abhängigkeit. Also schiebt sie ihre Wut tief nach unten ins Unbewusste des Systems. Und jetzt kommt die Tochter, nimmt quasi diese Wut auf und jetzt könnte man bei einer einfachen Verschiebung sagen, jetzt schiebt sie diese Wut auf ihren Vater. Jetzt liebt sie aber auch den Vater, hat Loyalität zum Vater und lässt den Vater auch praktisch, schont den Vater. Und jetzt kommt sie in eine Aufstellung, weil sie die ganze Zeit stinkwütend auf ihren Mann ist und der Mann hat keine Ahnung auf was.